Heute Morgen habe ich auf NTV gehört, dass die Bilanzsaison für das dritte Quartal wieder losgeht. Klar, Bilanz ziehen müssen die Unternehmen, aber was genau steckt eigentlich dahinter und wofür interessieren sich Analysten wirklich? Das kläre ich in einer neuen Folge Bank Deutsch leicht gemacht mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris Oliver Schickentanz. Herr Schickentanz, die Bilanz eines Unternehmens, was verbirgt sich dahinter? Etwas anderes als das, was sich die meisten Leute darunter vorstellen. Die Bilanz ist sozusagen eine Aufstellung der Vermögenswerte eines Unternehmens. Sie gliedert sich in die Aktiva, die unter anderem das Eigenkapital eines Unternehmens umfasst, und die Passiva, die vor allen Dingen auf die Verbindlichkeiten des Unternehmens abstellen. Das klingt jetzt nicht gerade so, als ob Sie der besonderes Augenmerk schenken würden. Jein. Sie ist natürlich ein Puzzlestein für unsere analytische Arbeit. Auf der Anleihenseite noch mal gewichtiger als auf der Aktienseite, weil dann natürlich auch die Kapitalstruktur eines Unternehmens bedeutsamer ist. Aus reiner Analystensicht ist ohnehin die operative Geschäftsentwicklung wichtiger. Die findet sich dann üblicherweise in der Gewinn- und Verlustrechnung. Gewinne klingen gut. Das glaube ich Ihnen gerne. Die Gewinn- und Verlustrechnung, kurz auch als G&V bezeichnet, sie listet eigentlich die Ertragssituation eines Unternehmens von Beginn an auf, heißt von den Umsätzen über die Kosten, die anfallen, zum Beispiel für Personal, aber auch die Sachkosten, Materialkosten, die zum Beispiel für die Produktion notwendig sind, Marketing, bis hin zu den finanziellen Größen, wie zum Beispiel Abschreibungen oder Steuerzahlungen, die ja ebenfalls relevant sind. Dadurch liefert sie sehr dezidiert einen Blick auf die operative Entwicklung eines Unternehmens. Gibt es eine Position, die Sie besonders interessiert? Nein, da kommt es ganz auf die spezifische Situation des Unternehmens und vor allen Dingen auf die Branche an. Da setzt man individuelle Schwerpunkte. Für uns Analysten ist ohnehin nicht so sehr die absolute Zahl, die in der G&V steht, relevant, sondern vielmehr der Abgleich zu den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Da findet man relativ selten das Unternehmen, das tatsächlich bei allen Größen positiv überraschen kann, also bei Umsatz, der operativen Marge und dem ausgewiesenen Gewinn. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Wenn auch Sie einen Finanzbegriff erklärt haben möchten, dann schreiben Sie uns gerne an cio-direkt@commerzbank.com. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Ihre Melina Rost und Ihr Chris Oliver Schickentanz.